So, da sind wir wieder mit die schönste Let's Play from die ganze weite Welt. So, diesmal auch auf die Uhr gucken. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Korbelsalat. Was? Nein, so rum. Ach. Nö. Weg damit, kein Bock mehr. Wer findet Kabel? Und nein, kommt ihr nicht mit Bluetooth-Kopfhörer. Und auch keine WLAN-Kopfhörer. Ich schmeiß euch die Dinger an den Kopf. Also. Ah, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Bluetooth-Kopfhörer. Okay? So, wie baut man jetzt eine verschlossene Kiste? Chest. Warum denn jetzt Kupfer? Ach, okay, das war das, was wir immer gemacht haben mit dem Schloss. Haben wir noch ein Schloss rumliegen? Nö. Okay, dann hat doch Kupfer. Ja, das war nicht das, was ich wollte. So. Das ist aber keine, das ist aber auch so eine komische verschlossene Kiste, ne? Das ist dieses Protector Chest. Ich weiß nicht, ob ich die haben möchte. Ich würde mich gerne auf diese Default Locked Chests einlassen. Irgendwie habe ich vor denen ein bisschen Bammel. Ich meine, die würden sogar optisch ein bisschen besser aussehen, weil die nicht diese komischen Punkte hier unten dran haben. Die Frage wäre aber zum Beispiel, kann man die dann auch zusammenstellen zu diesen Big Chests? Oder geht das denn wiederum nicht mehr? Ich lasse das mal. Ich mache mal wirklich so eine hier mit diesem komischen Schlüssel. Dann müssen wir uns halt einen Schlüssel bauen. Ist mir jetzt auch egal. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Stahl und dann brauchst du noch irgendwie so ein Stahlstablein. Was mache ich hier gerade? Was ist das? Genau so ein Ding. Müsste eigentlich passen. So, und dann so und so und... Jawolla! Sehr schön. Gut, dann haben wir zwei Schlösser. Damit machen wir... eine Kiste. Und das andere Schloss... Was? Halt, nein. So. Machen wir einfach mal da oben rein. So. Du kommst... Eigentlich... Puh. Ach, scheiß die Wand. Dann komm, wir machen eine Doppelkiste. Bevor ich irgendwie anfange, wieder mit kleinen Kisten und mittelgroßen Kisten und gestapelten Kisten und Kisten mit Unterkisten. Komm, das kriege ich hin, das schaffe ich. Ah, okay, komm. Oder? Vielleicht habe ich noch was aus Holz? Nein. Och nö, ne? das ist wieder so typisch Ronny. Das ist wieder typisch Ronny. Ja. Wow, wir haben noch 300 Kisten. Danke dafür. Egal, ich mach trotzdem noch eine normale Kiste. Nochmal eine Kiste. Dann haben wir nicht so viel Holz rumfliegen. Halt, ne? Was macht denn da gerade? So. Ach, ist das traurig. Ah, ist das traurig. Du kommst mal weg hier. Kein Bock mehr. Bin jetzt gerade in meiner Depri-Phase. Habe hier noch ein Holzbrett rumliegen, Alter. Ernsthaft? Egal, bin da mit dir.
Ja. Schön, haben wir einfach mal noch mehr Kisten. Nichts kann man mehr gebrauchen als Kisten. So, ich will die Kiste gerne irgendwo. Packe ich die hier hin? Vielleicht hier so an die Wand dran? Ich pack mal dich. Packe ich mal dahin. Und dann packe ich die Kiste dahin. So, und hier ist nämlich die ganze Kiste, wo das ganze Scheiß. Der ganze Scheiß reinkommt, der nicht deckbar ist, der einfach nur kacke Platz verbraucht. Der wirklich einfach nur Platz verbraucht, mit dem man nichts machen kann, außer es zu sammeln. Weil es, wie gesagt, nicht deckbar ist. Ja, Telefon kann auch einer unten rein, genauso wie auch einen Raum, der unten rein kann. Den anderen lassen wir mal hier bei uns im Inventar. Oh, gerade was getrunken und schon wieder so ein Frosch im Hals. Sagt man das so? Keine Ahnung. So, ich würde mal sagen, eine, die können wir auch mitnehmen hier immer. So, der ganze Rest kann hier oben drin bleiben. Schwerter brauchen wir eh nicht mehr. Wozu? Wir haben eine fucking Rüstung, die so scheiße stark ist, dass uns sowieso kein Tier was anhaben kann. So, Rest kann hier so drinnen bleiben. Und schon, siehst du, schon ist die Kiste nur noch halb so voll. Meine Fresse. Lange genug hat es gedauert. So, und den ganzen Scheiß hier, den schmeißen wir auch mit hier rein. Gut, Fernglas ist eine Ausnahme. Weil das Fernglas können wir halt immer passiv, ne, ist ein passives Werkzeug. Weil solange wir das in der Hand haben, oder im Inventar, können wir halt so gucken. Von daher kann es auch im Inventar bleiben. Das stört doch hoffentlich keinen. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann kümmern wir uns jetzt tatsächlich mal wieder um die ganzen Felder hier. War das schon immer so laut oder habe ich nur gerade meine Kopfhörer wieder viel zu laut eingestellt? Ach ja, es gibt nichts Entspannenderes als Gartenarbeit. Ich würde auch gerne mal irgendwie dafür so einen Hang haben, wo wir so Beete so schräg am Hang entlang machen können. Aber dafür haben wir halt leider nicht hier nirgendwo so eine Landschaft, weil wir halt nirgendwo so einen Hang haben. Ich habe zwar einen Hang zum Wahnsinn, aber das ist was anderes. Das bringt uns hier relativ wenig. Außer Probleme. Siehst du, was doch mal geil wäre? Wusi hat jetzt letztens so einen Mod rausgebracht, mit dem man so aus so Holzwerkzeugen quasi Holzsplitter gewinnen kann. Und die kann man dann quasi recyceln und daraus neue Sachen aus Holz machen. Sowas mal als komplette Mod für alles. Das war zum Beispiel, wenn man jetzt hat, okay, man hat eine Eisenspitzhacke, die fast lidiert ist, oder die einfach irgendwo rumliegt, dass man dann daraus auch wieder ein bisschen Eisensplitter gewinnen kann. Ne, dass man so sagt, okay, eine Hacke, eine Eisenspitzhacke, die halt zur Hälfte aufgebraucht ist. Da kriegt man dann vielleicht noch einen Goldbarren, einen Stahlbarren für eine Spitzhacke, die fast komplett aufgebraucht ist. Da kriegt man dann bloß noch das Holz für. Oder sowas halt, dass man auch Sachen, so Werkzeuge, die man so angesammelt hat, die man halt, ne, nicht mehr wirklich braucht, die aber halt sich so anhäufen, wo man immer wieder neue Werkzeuge baut, ohne zu merken, dass man bereits alles hat. Und ja, dass man ja damit quasi ein bisschen aufräumen kann.
Und man die damit aber ein bisschen mehr verwerten kann und einfach nur wegzuschmeißen. Aber ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Sobald irgendjemand Diamanten findet zum Beispiel, würde er doch nie wieder freiwillig Eisenwerkzeuge anfassen. Ja. Oder geht das nur mir so? Ah, versuch ich. Ah, nee, doch, richtig. Ich dachte gerade schon, mir gerät schon wieder die Welt aus den Fugen. So, jetzt gehen wir bitte alles einmal runter. Achso, na, ihr könnt eigentlich gleich oben bleiben. Ansonsten habe ich auch schon im letzten Let's Play, in der letzten Folge zu Yuan Chi, also ne, zu den letzten Folgen von dem letzten Special gesagt, ich mache diese Specials vor allen Dingen, um selber mal ein paar Spiele kennenzulernen und zum anderen auch, um euch mal ein paar Spiele sofort zu zeigen. Wenn ihr von irgendeinem dieser Spiele ein bisschen längeres Let's Play Material haben wollt, also dass ich da noch mal ein bisschen länger mitspiele, einfach Bescheid sagen. Ich meine, gerade das Yuanchi Let's Play zum Beispiel. Das finde ich selber ja auch so schön, dass ich da selber durchaus noch ein paar Folgen spielen würde. Wobei ich auch da nicht wirklich wüsste, was ich da jetzt noch so groß machen sollte, außer unser Gebäude weiterbauen. Aber wir bauen hier ein bereits Gebäude. Also jetzt 30 Let's Plays anfangen, nur um in allen 30 Let's Plays ein Gebäude zu bauen, ist auch ein bisschen sinnfrei. Denke ich einfach mal. Keine Ahnung. Außerdem weiß ich auch gar nicht, wie aktiv oder wie, naja, wie sicher dieser Server überhaupt ist. Weil, ich meine, ich persönlich finde dieses Yuanchi-Game sehr cool und habe mir deswegen auch einen Server aufgemacht. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht hat der Entwickler Once ja auch in 3 Monaten keinen Bock mehr und dann verfällt das Spiel in Einsamkeit. Naja, und dann habe ich den Server quasi ganz umsonst aufgebaut, weil der halt, naja, nicht mehr weiter gepflegt wird, das Subgame. Und ja, dementsprechend weiß ich auch noch nicht, wo sich das dahin entwickeln wird mit dem Server. Ich habe den Server quasi eigentlich nur aufgemacht, damit wir gleich fürs Let's Play einen richtigen Server haben und nicht bloß eine Singleplayer-Map wieder. Na nun, warum ist ja noch nichts gewachsen? Das sieht ja schlimm aus. Hier ist ja alles Katastrophe. Nanu? War der Fuchs hier? Okay. Auf was wir uns übrigens auch mal. Wobei, nee, lieber nicht. Es gibt so eine Mod, die so Androiden hinzufügt. Das sind dann so kleine Roboter. Ne, Android. Hm? Der läuft dann übers Feld. Der hat ein Inventar. Dem drückst du ein paar Samen ins Inventar, ja, in den Hals. Und dann ist der komplett selbstständig. Der pflückt in das Feld. Und das, was er gerade selber im Inventar hat an Samen, die pflanzt er dann einfach automatisch wieder ein. Das sieht total süß aus. So total süß. Macht sich natürlich hier ein bisschen schlecht, weil hier haben wir ja mehr Kultur. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel in dem Feld haben wir 4 verschiedene Pflanzenarten. Das heißt, der Druide müsste, der Android müsste dann für alle 4 die Samen haben und geht dann aber nicht nach Plan vor. Sondern das, was er gerade in der Hand hat, das pflanzt er halt einfach random überall da ein
wo er gerade was gepflückt hat. Das heißt, das wird dann hier ganz schnell verrückt aussehen. Ja. Das heißt, wenn man Ordnung haben möchte, dann müsste man wirklich jedes Feld manuell einzeln einrahmen, so wie hier, dass ein Feld komplett das gleiche hat. Und die damit quasi in Schach halten, also in kleine Sektoren einteilen. Ja. Gut, ich würde mal sagen, das Feld davon lassen wir erstmal in Ruhe, da das bringt ja irgendwie nicht so ganz was. So, schön Ananas gemacht hier. Mm, yum, yum, yum. So, wie war das jetzt? Das musste hier rein. Und hierauf darf man nicht drücken, ansonsten geht nämlich alles verloren, sondern man muss das manuell so machen. Irgendwie. Ah, genau 36. Einer zu viel. Willst du mich verarschen? Ah, weg damit. Aber gerade mal einmal einer mehr als man geerntet hat, ist ja schon ein bisschen heftig. Schon echt ein bisschen heftig. Aber gut, was soll's. Was? So, sehr schön. Dann mal ein bisschen auch wieder einpflanzen hier. So, können wir das fast so lassen? Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob wir nicht irgendwann mal wirklich einfach mal die Füße in die Hand nehmen. Uns mal hier eine neue Gegend suchen und dann quasi einfach mal so eine kleine Siedlung bauen. Andererseits haben wir natürlich auch die Alternative, dass wir hinter dem Haus, also von hier aus gesehen, hinter unserem Haus, da wo quasi unser Stall ist, hinter dem Stall wiederum die Bäume, die alle abzuernten, also abzuhauen und dann da eine kleine Siedlung zu bauen. Da hätte ich halt irgendwie extrem Lust drauf. So ein paar Häuser hinzustellen, ne? Und dann so, einfach mal ein paar Wege zu bauen. Wie sagst du, so kleinere Häuser zu bauen. So eine kleine Drecksiedlung halt. So richtig schöne Drecksiedlung. Ja. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das machen wir sogar. Ganz ehrlich, habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Dann müssen wir dann natürlich erstmal die ganzen Bäume da alle fällen und dann müssen wir natürlich durch Plant Life wieder die ganzen, diese Dinger da wieder alle entfernen, ne? Diese ganzen herumhängenden Dinger dann. Da graust es mich jetzt schon wieder vor. Aber gut, was willst du machen? Ist halt so. Da kennst du nichts, da kannst du nichts machen, irgendwie so. Ja, gib mir meine Morin. Mal gucken, vielleicht können wir da dann auch noch so ein paar kleinere Felder machen, so für den Normal-Otto-Verbraucher, weil das hier sind ja eher so Riesenfelder. Was auch für eine Einzelperson viel zu viel ist. Ich mag halt echt so was Dorfmäßiges. Das Problem ist halt immer,
Das wird halt dann relativ schnell, ich weiß nicht, zu viel fürs Let's Play, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, wir machen es einfach mal, mal gucken. Dann bauen wir da kleine Häuser, wie gesagt, so schon Weg dazwischen. Und entweder es wird wunderschön, oder wir reißen irgendwann wieder alles ab. Zur Not alles markieren mit World Edit und dann sagen, bitte alles mit Luft ersetzen. Bitte nicht. Schau mal, Mami, da hat jemand was aus der Welt rausgebissen. Der liebe Gott hatte Hunger. Verarschen hier? Da. Okay. Tada! Oh, jetzt kommt das Beste. Zwiebeln und Knoblauch. Oh. Ein Schmaus für den Gaumen. Unser Inventar wird dann ganz schön voll. Fällt mir gerade mal so auf. Ich korrigiere, unser Inventar ist voll. Also, außer das, was wir hier nicht hier oben direkt im Schnellzugriff haben. Jetzt mache ich hier schon zwei Sachen gleichzeitig. Das war aber nicht die feine Art. So, aus irgendwas müssen wir erstmal diese Dinger machen, ne? Genau, das gehen wir nicht. Das heißt, daraus müssen wir erstmal diese komischen Flocken machen. Leider wieder viel zu viel. 1, 2, 3, 4. So. Achso, ne, damit sich hier keiner aufregt wird. Oh mein Gott, Ronny, du schmeißt Essen weg. Also, diese vier, die ich immer wegschmeiße, ja, das sind quasi die Fauligen, die aussortiert werden müssen. Ne? Also, ist ja hier alles handverlesen, ist ja Bioware und ab und zu, ne, kommen dann da halt auch mal welche durch, die das Licht der Welt erblickt haben, obwohl sie es nicht hätten sollten. Und die müssen aussortiert werden. So. Das schöne Zwiebel. Was mir gerade mal so einfällt, ist, haben wir eigentlich. Ah ja, nee, doch, haben wir. Wir könnten hier nochmal Reis anbauen. Ne? Weil um Reis reißt man sich. Und ganz ehrlich, Reis ist halt auch so ein Grundnahrungsmittel, denke ich jetzt einfach mal. Das Problem ist nur, wir haben davon gar nicht mehr so viel. Gut, müssen wir mal im Lager gucken. Dann geben wir quasi dem Ding hier auch mal eine Bedeutung. Haben wir hinten noch ein freies Feld? Nee, ne? Nee, hinten ist auch alles zu. Ja, genau, hinten ist auch alles zugebaut. Ne, dann würde ich einfach mal Reis anbauen. Ich denke mal, das ist tatsächlich noch mal eine relativ solide Variante. Ich hole mal ganz kurz Reis. Kann ich auch gleich mal mein Inventar ein bisschen leer machen. Dann schmeißen wir einfach mal, nein, einfach mal alles rein. Ja, nichts Fernglas. Das wäre Katastrophe. So, ja, du auch. Und dann nehmen wir einfach mal Reis, 99, falls vielleicht ein bisschen viel.
Perfekt, Matto. Genau 36. Jawolla. Oh, jetzt ist hier auch alles fertig. Ah, ja, fast fertig. Ein paar fehlen noch. So, jetzt können wir hier richtig schön nochmal Reis anmachen. Dann haben alle Felder eine Bedeutung. Ob jetzt hier thematisch Reis hinpasst, ich weiß es nicht. Ich meine, hier wächst, glaube ich, Mais. Von daher, Mais und Reis klingt zumindest ähnlich. Das sollte also passen, keine Ahnung. So, jetzt haben wir auch wieder ein leeres Inventar. Sehr schön. Können wir direkt weitermachen hier. Ja, ich hab's gesehen. Arschloch. So. Kaffee. Also ziemlich unnötigste im gesamten Game, weil der einfach nichts bringt. Was halt geil wäre, ne, weil Kaffee bringt ja so technisch gesehen gar nichts. Das bringt ja unsere Nahrung, glaube ich, gerade mal einen Punkt weiter oder sowas. Also auf jeden Fall unglaublich wenig. Aber was halt geil wäre, ist, wenn diese Kaffeekacke mit der Sprint-Mod interagieren würde. Dass wenn man quasi ausgepowert ist und man dann Kaffee trinkt, dass dann der dieser ausgepowerte Balken sich wieder füllt. Ganz schnell mit einmal. Oder komplett füllt mit einmal. Keine Ahnung. Ne, weil wenn du so ausgepowert bist, nach einem Arbeitstag und dann erstmal schön Käffchen, dann bist du ja quasi wieder topfit. So, sehr schön. Ach, die rote BT auch. Ach, Gottchen. Wie viel haben wir hier eigentlich? Ist ja abartig. Das nimmt da gar kein Ende mehr. Ist ja Katastrophe. Warum wollten wir so große Felder haben? Kann mir das mal jemand sagen? Na gut, ich würde mal sagen, wir machen erstmal Vollpause. Bevor wir hier mit dem nächsten loslegen. Gut, so viel ist jetzt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Egal, trotzdem, nächste Folge. Bis dann.